das Halloween-Monster. Yum, eine Schüssel voll mit Süßigkeiten. Und niemand ist hier. Mackie, du wurdest auf frischer Tat ertappt. Hey, wer hat das Licht ausgemacht? Süßes oder Saures? Hilfe! Ich verspreche, dass ich nie wieder Süßigkeiten klaue. Hilfe, Buffy Cats! Go! Hey, Matty, was hat dich so erschreckt? Lampo, Hilfe! Da ist eine Hexe in der Küche! Guck, ich zittere vor Angst! Hat die Hexe ausgesehen wie... Sie? Hallo, Buffy Cats! Die Hexe kommt! Das ist sie, das ist sie! Hab ich dir etwa Angst eingejagt? Isotta, das warst du? Aber wieso hast du dich als Hexe verkleidet? Na, weil doch Halloween ist. Heute Abend tun wir uns zusammen, Buffy Cats. Das ist fantastisch! Wir werden uns einfach abwechseln. Dann geben die Leute uns ganz viel Süßes. Halloween wäre bestimmt mein Lieblingsfeiertag, wenn es nicht das Halloween-Monster gäbe. Komm schon, Matty. Es gibt doch überhaupt kein Halloween-Monster. Süßes oder Saures? Süßes oder... Hey, hast du nicht mal ein klitzekleines bisschen Angst? Nein, du bist nicht gruselig. Ich gehe jetzt Süßigkeiten sammeln. Oh, sie denkt wohl, sie ist eine kleine Halloween-Prinzessin. Und dann diese blöden Katzen erst. Oder, Buzz? Denen zeigen wir's. Wir kriegen viel mehr Süßigkeiten. Vinzenz, Ehrenwort. Süßes oder Saures? Nein, danke. Ich habe überhaupt kein Interesse an Wörterbüchern. Und außerdem habe ich bereits 4 Staubsauger. Los, Milady, du bist dran. Oh, was für ein süßes Kätzchen. Na gut, hier ist eine Tüte Süßigkeiten für euch. Hier bitte, Matty. Pass darauf auf. Oh, die sehen alle so köstlich aus. Nicht aufessen, Matty. Die Süßigkeiten sind für uns alle. Das weiß ich doch, Lampo. Ich schwöre, dass ich bis zum Ende der Tour nichts anrühren werde. Wir vertrauen dir, Matty. Los, holen wir uns mehr Süßes. Ich hoffe nur, dass wir dem Halloween-Monster nicht begegnen. Schau zu und lerne, Boss. Süßes oder Saures? Ein Ding! Oh, Verzeihung, meine Dame. Ich wollte doch nur etwas Süßes. Sie sollten sich schämen in Ihrem Alter. Lassen Sie mich erklären. Weiter geht's, Boss. Kommt schon, Buffy Cats. Holen wir uns noch mehr Süßes. Und Lampo ist jetzt dran. Ich hoffe, das Halloween-Monster macht jetzt nicht gleich die Tür auf. Matty hat Angst vor dem Halloween-Monster. Süßes oder Saures? Oh, ich darf wählen. Ich nehme Saures. Eine echte Spinne. Das ist aber gruselig. Dafür habt ihr euch aber die Süßigkeiten verdient. Gut gemacht, Lampo. Zeit, meinen Plan in die Tat umzusetzen. Wer hat mich gerufen? Gib mir den Sack, Matty, oder ich werde... Das Halloween-Monster! Matty ist drauf reingefallen. Das war ja leicht. Buffy Cats! Buffy Cats! Da bist du ja, Matty. Gut gemacht. Du hast noch alle Süßigkeiten.
Ja, Logo. Oh nein, wie sag ich dir bloß? Bertie, der Katzenfänger. Ah, hallo, kleines Mädchen. Oh, hallo, Kätzchen. Soll ich euch etwas Saures geben? Könnten wir ein paar Süßigkeiten kriegen? Ihr seid süßer als all die Süßigkeiten. Weiter so, Pilou. Ohne Süßigkeiten wär's kein Halloween. Stimmt's, Matti? Ja, du hast recht, Pilou. Das Halloween-Monster gibt es nicht. Das Halloween-Monster gibt es nicht. Gib mir deine Süßigkeiten. Lass mir wenigstens eins übrig, bitte. Wo ist es hin? Hab ich das nur geträumt? Oh, das ist kein Traum, das ist ein Albtraum. Ich habe alle Süßigkeiten von Matti gestohlen. Vincent wird aus dem Häuschen sein. Süßes oder Saures? Oh, hallo, Vincent. Hier hast du etwas Süßes. Danke, Alfredo. Genau gesagt, es ist ein Katzenleckerli. Das ist ja viel schwerer, als ich gedacht habe, Boss. Hey, was ist denn hier drin? Ah, das ist mein Boss. Ich denk mal, das hast du diesen blöden Katzen weggenommen. Gekonnt ist gekonnt. Matti, jetzt bist du an der Reihe, mir zu helfen. Och, muss ich dir denn wirklich helfen, Isotta? Komm schon, Matti, das wird echt lustig. Süßes oder Saures? Oh, eine niedliche Hexe und ein süßes Kätzchen. Ich habe da etwas für euch. Das sind meine leckersten Pralinen. Was ist denn los, Kätzchen? Willst du keine Pralinen? Es tut mir leid, aber ich habe nichts anderes. Nicht mal ein Katzenleckerli. Das letzte Leckerli hat Vincent bekommen. Beim Thema Essen hat sich Matti noch nie so verhalten. Was bedrückt dich denn, mein lieber Katzenfreund? Der Sack ist ja leer. Alle Süßigkeiten sind weg. Aber das ist eine Katastrophe. Matti, sag nicht, dass du alles aufgegessen hast. Das war das Halloween-Monster. Es hat mich erschreckt und hat alles mitgenommen. So, ich hab's euch erzählt, obwohl ich weiß, dass ihr mir niemals glauben werdet. Ich glaube dir, Matti. Ich weiß, dass du die Wahrheit sagst. Danke, Milady. Aber dann gibt es das Halloween-Monster ja wirklich. Oder da hat sich jemand als Halloween-Monster verkleidet und alles aufgegessen. Keine Sorge, ich will alles zurück. Dann werde ich dir helfen, Isotta. Das ist großartig, Matti. Hier ist mein Plan. Oh, der Sack ist viel zu schwer. So viele Süßigkeiten. Warte hier draußen, Matti. Wir teilen alles auf, wenn wir wiederkommen. Gib mir alle Süßigkeiten, Matti. Wow, ich laufe davon. Schauen wir doch mal, was dieser Buffy-Versager hier in seinem Sack hat. Alles klar, Halloween-Monster. Wir wollen mal sehen, wer du wirklich bist. Boss, gib die Süßigkeiten zurück. Zu spät. Ich habe sie schon alle aufgegessen. Ich habe den Eindruck, dass hier gerade jemand lügt. Ihr habt alles verdorben, ihr Buffy-Versager. Aber es ist zu spät. Ich habe all eure Süßigkeiten Vincent gegeben. Kopf hoch, Buffy-Cats. Es gibt ein letztes Haus, wo wir noch nicht waren. Was für eine tolle Halloween-Nacht.
Jetzt stopfe ich mich mit Süßem voll. Hey, wer wagt es, mich zu so später Stunde noch zu stören? Vincent, ich bin hier, weil ich noch etwas ganz Saures habe. Nur für dich. Wieso? Was habe ich denn getan? Du hast alle Süßigkeiten für dich behalten. Und jetzt hole ich sie mir zurück. Ich bin das Halloween-Monster. Das dreiköpfige Ungeheuer. Nimm die Süßigkeiten und lass mich am Leben. Ich esse nie wieder was Süßes, versprochen. Ich werde nie wieder Süßes essen. Ich werde nie wieder was Süßes essen. Das Halloween-Monster! Hilfe! Gute Arbeit, Buffy Cats. Süßes für uns alle. Ah, danke schön, Isotta. Und danke, liebes Halloween-Monster.